Es ist wieder Sonntag und ihr wisst, was es heißt. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von den Tipps und Tricks am Sonntag. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute zeige ich euch die Shampoo-Produktion. Das heißt, wieso produzieren wir überhaupt Shampoo? Wie produzieren wir Shampoo? Wie produzieren wir Shampoo am effizientesten? Wie integriere ich das Ganze in eine Stadt? Wie kann ich das nutzen, um vielleicht noch andere Sachen meiner Bevölkerung zu versorgen? Zum Beispiel meine Gelehrten. Und am Ende gibt es einen Stempel, damit ihr die komplette Insel kopieren könnt. Deshalb bleibt bis zum Ende dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wir starten rein. Let's go! Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachmarktdachsen und herzlich willkommen zu Part 72 von den Tipps und Tricks am Sonntag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute kümmern wir uns um ein Thema, das wurde jetzt, ja, wurde angefragt, sage ich mal. Das ist eine ziemlich saubere Sache. Ich lasse es einfach mit den Worten spielen. Und zwar kümmern wir uns heute um Shampoo. Sehen wir jetzt gerade nicht, weil meine Facecam im Weg ist. Um Shampoo. Ja. Wofür brauchen wir Shampoo? Shampoo brauchen wir für Touristen. Die baue ich aber nicht. Also warum machen wir überhaupt Shampoo? Shampoo wird von Ingenieuren. Das sind die Freundinnen hier. Da. Als Lebensqualitätsware gebraucht. Bringt bei einem Stufe 3 Ingenieurswolkenkratzer mit ausgezeichnetem Panorama 17 Ingenieure. Warum nicht? Ne? Und vor allem können wir auf einer mittelgroßen Insel genug für so einen kompletten Safe produzieren. Ne? Shampoo hier, ich produziere hier theoretisch 360 Tonnen. Ich brauche mal gerade 220 für einen 10 Millionen Safe. Sind eigentlich 10 Millionen. Ich habe eine Insel abgerissen und habe deshalb keine Post mehr. Auf manchen Inseln hier über regionale Post und deshalb fehlt da ein bisschen was. Aber mit so einer Insel kriegt ihr das alles versorgt. Wir gehen einmal ganz kurz in die Produktionskette. Übrigens, wenn ihr kein 3-3 Ingenieure, Investoren baut, braucht ihr das nicht. Dann habt ihr auch, also wenn ihr so baut, habt ihr auch keine Probleme mit Ingenieursarbeitskräften. Deshalb müssen wir später auch nicht die Arbeitskräfte reduzieren. Ganz wichtig. Wenn ihr nur Investoren braucht, ist das hier irrelevant. Ihr braucht Inputwaren. Seife ist relativ simpel, die importieren wir einfach. Ne, können wir einfach in der Speicherstadt kaufen. Hier, da ist er, Seife. Ich zeige euch gleich, wie ihr noch ein bisschen was zurückholt, quasi wieder aus der Produktion. Dann haben wir noch Kokosöl und Zimt. Kokosöl und Zimt produzieren wir in der neuen Welt. Ich habe dafür eine Insel, die nennt sich Baumseife. Was ist das Grundprinzip? Das Grundprinzip ist das gleiche wie immer bei Baumschulen. Dass man die Farbe jetzt nicht so richtig sieht, aber da können wir uns ja gleich mal eine andere Farbe hier nehmen. Orange müsste man eigentlich besser sehen. Ja, ein bisschen. Wir stellen hier Handelskammern auf und zwar so, dass wir hier Schnittpunkte haben in der Mitte, ne? Das sogenannte Clipping. Gehe ich jetzt nicht weiter groß drauf ein, weil ich es schon sehr, sehr häufig auf dem Kanal erwähnt habe. Ich zeige es einmal auf der Insel hier oben. Hier produziere ich kein Zimt und kein Kokosöl, das ist das gleiche Prinzip. Wir bauen quasi so ein Gitter mit Handelskammern, das Ganze geht auch schräg. Baue ich aber persönlich eigentlich nie, muss ich mal gucken, ob ich hier zum Beispiel, hier sieht man, ist das Ganze schräg gebaut, ne? Hier steht eine Pflanze drin. Hier zum Beispiel, hier ist schräg, da kann man dann in die Mitte auch eine Handelskammer stellen. Und da sorgeln wir folgende Items. Wir nehmen die Bestäubungsmethode, nicht die artenübergreifende Transplantation. Die müsst ihr erforschen, 25% Produktivität und mehr Walddichte. Und wir nehmen schnell erreicht werden, Band 1, kein Schaden für Profit, auch mehr Produktivität und mehr Walddichte. Aber ganz wichtig ist, wir nehmen den Bodenkundlerin Tropen. Die liefert uns nämlich bei jedem zweiten Arbeitsschritt 3 extra Waren. Ja, ihr müsst Mist produzieren. Den produziert ihr am besten einfach in Embeser. Und dadurch, dass, zeige ich gleich ganz, ganz kurz. Und dadurch, dass wir das hier klippen, kriegen wir halt zweimal die Item-Effekte. Dazu nehmen wir noch ein Bronzezeit-Set. Kriegt ihr nochmal 5% Produktivität und ein bisschen extra Waren. Aber das führt dazu, dass ihr bei jedem zweiten Arbeitsschritt 6 extra Waren kriegt. Also quasi mal 3 Euro komplette Produktion nehmt. Das führt dazu, dass ihr aus einer einzigen Baumschule 23 Tonnen rauskriegt. Und das, während ihr 6 Tonnen Mist reinschmeißt. Das ist ziemlich gut. Wie gesagt, das hier sind jetzt Zitrusfrüchte, aber es funktioniert genauso. Was ihr dann machen könnt, ist, ihr könnt dann hinterher hier noch Häuser drum basteln. Ja, dann sieht das so aus, dann habt ihr da halt ein paar Tistas drum rumstehen oder halt auch ein paar mehr, je nachdem. Auf der Insel sind es jetzt 130.000. Schmeckt, macht Spaß, kann man noch ein bisschen Post mit generieren.
Müsst ihr jetzt nicht zwangsläufig leer lassen, die Inseln. Wenn ihr Mist produzieren wollt, geht ihr nach Enbesa und baut irgendeine Tierfarm, ob das jetzt Sanga-Kühe sind für Milch oder auch Ziegen für Ethanol, ist relativ egal. Ihr nehmt dann einfach die enbesianische Futtermittel-Expertin mit, dann kriegt ihr bei jedem zweiten Arbeitsschritt eine Tonne Mist und dann hat sich das Ganze auch erledigt. So, und damit kriegt ihr genug Mist. Ne, die könnt ihr kaufen bei Archibald Blake und auch erforschen. Ne, alle anderen Items hier sind relativ dafür irrelevant. Das sind dann eigene Videos. Zum Beispiel hier ist es mein Video zum Eis, falls ihr das schon gesehen habt. Und so produziert ihr Zimt und, muss mal gucken, hier unten ist Kokosöl und Kokosöl. Das Ganze schiffen wir hoch, das ist relativ simpel eigentlich. Und dann landen wir hier am Ende auf so einer Insel. Was machen wir hier jetzt? Ich zeige das einmal im Kleinen. Und zwar klippen wir auch hier wieder die Shampoo-Fabriken. Ja, auch das geht gerade, das Ganze geht auch schräg. Ich habe dafür einen Stempel, weil ich zu doof bin, den Clipping-Punkt sonst zu finden. Ah, den habe ich nur in der neuen Welt, perfekt. Der ist, meine ich, hier. Ich brauche dafür immer ein bisschen. So, ich habe ihn jetzt mal kurz gesucht. Hier wäre das Ganze dann schräg. Ne? Es gibt auch noch die Möglichkeit, das ein bisschen weiter oben anzusetzen. Aber das ist auch die Möglichkeit, das Ganze quer zu, also schräg zu klippen. Ich persönlich, hier ist glaube ich noch einer. Ja, hier. Ich persönlich finde gerade angenehmer, weil ich es ein bisschen übersichtlicher finde. So, dann schließen wir erstmal beide Handelskammern an die Straße an, auch ganz wichtig. Und die Handelskammern auch an unser Regionalministerium. Wo ist es denn? Hier. Ja, die müssen verbunden sein. Ja, sind sie hier nicht? Guck mal. Denn wir nehmen das Ministerium für Arbeit hier mit und wir nehmen die Zusatzwaren aus der Schwerindustrie mit. Denn da, ihr seht's, das vierte von unten, Shampoo. Shampoo ist eine Ware aus der Schwerindustrie. Warum auch immer, weil es halt aus einer Chemiefabrik kommt, aber das Produkt passt eigentlich nicht so zur Schwerindustrie. Das heißt, wir haben hier die Chemiefabrik für Shampoo. In der Mitte mit zweimal den qualifizierten Arbeitskräften hier. Ne? Zweimal ein Drittel mehr Waren. Hier sehen wir das Ganze. Zweimal bei jedem dritten Arbeitsschritt eine extra Ware. Auch zweimal, wenn wir den Palast voll gepusht haben, was ich ja hier habe. Ne? Ich habe ja hier einen vollgepushten Palast. Ich habe hier 33.000 Attraktivität auf Crown Falls, dementsprechend kann ich das machen. Gibt es auch gleich noch 2x60% Produktivität gratis. Auch ganz nett. Hm, habe ich hier Gas? Das wäre ja mal. Ne, habe ich nicht. Schade. Also macht auch Spaß. Dann können wir hier natürlich noch das Arbeitspensum hochdrehen, wenn wir lustig sind. Kann man machen, wenn man seine Ingenieure genug mit Zufriedenheit versorgt, dann passt das auch. Und dann kann man hier einfach noch mitnehmen die doppelte Redundanz. Einmal Facecam weg. Einmal die doppelte Redundanz. Die könnt ihr bei Archibald Black kaufen. Und die Neuverschmelzung. Die doppelte Redundanz bringt euch 50% mehr Produktivität. Die 30% Arbeitskräfte mehr sind, wie gesagt, irrelevant, weil wir haben halt so viele Ingenieure, wenn ihr dieses 3-3-System baut. Das macht gar keinen Unterschied. Und dann haben wir noch die Neuverschmelzung. 20% Produktivität plus 15% Arbeitskräfte erforderlich, wie gesagt, total egal. Ja, die Wartungskosten gehen auch ganz schön hoch bei den Dingern, aber hey, meine Güte. Aber ihr kriegt noch bei jedem siebten Arbeitsschritt eine extra Tonne Salpeter wieder. Okay, aber bei jedem vierten Arbeitsschritt eine extra Tonne Talg zurück. So, und wenn ihr das jetzt hier mal zweimal drin habt, dann heißt das, ihr kriegt bei jedem zweiten Arbeitsschritt eine Tonne Talg wieder. Jetzt könnt ihr Teig theoretisch auch einfach importieren, klaut euch aber wieder einen Slot in der Handelskammer, in der Speicherstadt. Wofür brauchen wir den Teig? Den Teig können wir auf zwei Arten nutzen. Entweder schippern wir ihn einfach hier rüber und produzieren damit Kekse, wer auch immer sowas isst. Oder, warum nicht immer in die neue Welt? Wir nutzen es, um wieder Seife zu produzieren. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Wenn wir das auf eine Insel ziehen. Das heißt, wir bauen hier wieder so ein Gitter. Ne? Passt jetzt hier nicht, weil hier noch ein bisschen was anderes probeweise steht. Und dann habt ihr auf so einer Insel, habt ihr hier ein, ne, so Vierer-Gitter. Das könnt ihr zum Teil auch größer erweitern. Ne, hier sind nochmal welche. Dann habe ich hier noch so ein 3x3 mit unten einem extra. Und genau auf diese Schnittpunkte kommen jetzt Chemiefabriken für Shampoo. Ja, hier sind sie überall.
Und hier sind überall die Items drin, Neuverschmelzung und doppelte Redundanz. Am Ende kommen wir hier auf, ich glaube es sind sogar mehr als 500, ja, 510% Produktivität kriege ich aus einer Chemiefabrik, wenn sie geklippt ist. Und, wenn wir jetzt hier sehen, die Chemiefabriken für Shampoo werfen 360 Tonnen Shampoo ab, liefern uns aber auch gleich nochmal 107 Tonnen Talg. Das ist nicht die Hälfte vom Shampoo, was man jetzt denken könnte. Also, dass man sagt, okay, 350 Tonnen produzieren wir. Na gut, wir kriegen bei jedem vierten Arbeitsschritt 2 Tonnen Talg extra, also die Hälfte. Also müssten wir 175 Tonnen Talg kriegen. Das stimmt nicht. Liegt daran, dass wir die qualifizierten Arbeitskräfte auch noch Zusatzwaren kriegen. Das heißt, wir kriegen ja nochmal 2/3 extra Waren on top, die ja dazukommen. Das heißt, wir produzieren ja eigentlich nur so, naja, gut 200 Tonnen. 200 Tonnen Shampoo können wir uns auch einfach mal angucken, wenn ich mein Regionalministerium mal finde. Hier 214 Tonnen und mit der entsprechenden Richtlinie hier unten sind es dann halt 60 Tonnen. Aber wir können diese 100 Tonnen Talg ja nehmen und daraus Seife machen. Das machen wir hier auch. Ich habe hier einfach noch einen Henri Savant, Erfinder der Zahnpasta drin. Da kriege ich nämlich nochmal extra Dynamit. Den müsst ihr erforschen hier. Und das Schöne ist, wir haben ja hier dann quasi 100 Tonnen Seife pro Minute. Aus denen können wir ja wieder Shampoo machen. Und zwar machen wir nicht 100 Tonnen Shampoo draus, sondern 166 Tonnen Shampoo draus, weil wir ja bei jedem dritten Arbeitsschritt 2 extra Waren kriegen. Und das heißt, da kommen wieder 50 Tonnen Talg zurück. Und 25, 12,5, immer so weiter, immer so weiter. Das heißt, von der Seife, die hier reinsteckt, kriegt er immer wieder die Hälfte gleich wieder zurück. Das heißt, die Neuverschmelzung ist sehr, sehr nice. Gerade weil Ingenieure auch Seife verbrauchen. Das kommt auch noch dazu. Also die Insel hier hat einen Verbrauch bei der Seife von 240 Tonnen die Minute. Und das reduziere ich halt mit der Neuverschmelzung auf 140 Tonnen die Minute. Das ist deshalb relevant, weil ich hier nur 4.500 Tonnen Lagerplatz habe. Und das Lager ansonsten leer laufen würde, wenn Captain Morris halt mal wieder für seine Touren hier viel zu lange braucht. Weil ich ja nur so viel Seife einkaufen kann. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, hier dann in der Siedereien zu bauen, die dann Seife produzieren und nebenbei natürlich auch noch immer ein bisschen Dynamit abwerfen. Denn in Kombination mit der Neuverschmelzung hier und den 11 Tonnen Dynamit hier, kommen hier tatsächlich 77 Tonnen Dynamit zusammen. Und Dynamit ist erstens mega viel wert zum Traden, also mega viel, aber schon gut was wert zum Traden. Und Dynamit könnt ihr ja verwenden, falls euch an mein letztes Video erinnert, oder mein vorletztes war es, glaube ich. Ja, mein vorletztes. Zur verrückten Victoria könnt ihr ja Dynamit benutzen, um damit Minen zu pushen. Denn ihr kriegt bei jedem zweiten Arbeitsschritt dank der verrückten Victoria, kriegt ihr nochmal 12 extra Waren. Das heißt, aus einer Tonne Dynamit mache ich nochmal quasi 6 Tonnen Eisen. Das heißt, diese Insel hier ermöglicht es mir, nur über meine Produktion von Seife nochmal gut 420 Tonnen Eisen die Minute zu produzieren mit dem Dynamit, wenn ich es drauf anlege. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool, weil diese Shampoo-Produktion so einen kompletten Kreis irgendwie bildet und sehr viele kleine Extrawaren bietet, die man gut nutzen kann. Salpeter könnt ihr übrigens auch benutzen, wenn ihr Gelehrte habt. Ne? Gelehrte brauchen Salpeter als Lebensqualitätsware. Also wenn ihr welche habt und die noch braucht oder nutzt, dann nehmt doch einfach den Salpeter mit. In dem Fall hier 61 Tonnen. Nur mal zum Vergleich. So eine Gelehrteninsel mit 300.000 Einwohnern braucht 7 Tonnen. Also wahrscheinlich reicht das sogar für meinen kompletten Spielstand. Ah, nicht ganz irgendwo. Ja, hier oben. Irgendwo verbrauche ich noch Salpeter. Ah, in der neuen Welt. Aber wir können noch einmal gucken. Wenn wir einfach mal Folgendes machen. Und hier Salpeter eingeben. Und uns einfach mal nur die Welten hier angucken. Das war nicht Shift. Dann seht ihr, okay, wir könnten damit tatsächlich alle unsere Gelehrten versorgen. Und das sind 1,7 Millionen. Auch nochmal eben mit Salpeter. Mit
Seifenproduktion, beziehungsweise Seifenproduktion, es ist nur zum Teil mit Shampoo-Produktion. Und das ist die Shampoo-Produktion. Relativ simpel tatsächlich, aber viele coole Nebenfeatures, also viele coole Sachen, wo man nebenbei was mitnehmen kann aus der Produktion. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen. Ich stempel euch die Insel hier, stelle sie in meinen Discord. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie 1:1 abstempeln. Ihr könnt es auch einfach nachbauen. Die ist jetzt nicht sonderlich grandios gebaut, was die Einwohner angeht, muss man mal ganz klar sagen, ne? Also da geht deutlich, deutlich mehr. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das abstempeln und dann Spaß mit der Insel haben. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.